Vince McMahon hat sich dazu bereit erklärt, bis WrestleMania 32 als regulär vorkommende Charakter in den TV-Shows zu agieren, um den schwachen Raw-Einschaltquoten wieder nach oben zu helfen auf der Road to WrestleMania. Vince könnte bei WrestleMania ein wichtiger Teil eines Matches oder einer Storyline werden. Zwar wird er sicher nicht mehr in den Ring steigen, aber eine Stipulation zur Auflösung der Authority könnte um Vince McMahon gesponnen werden. Bei SmackDown gab es ein Segment mit Tyler Breeze und Summer Rae, bei dem gezeigt wurde, dass die beiden ab sofort getrennte Wege gehen. Wie es mit Tyler Breeze ab jetzt weitergeht, ist fraglich. Viele vermuten ein ähnliches Schicksal wie von The Ascension. Dies würde bedeuten, dass er bald zum Jobber wird. Vince McMahon hat sich dazu entschieden, Kalisto zum neuen lateinamerikanischen Topstar zu machen. Diese Entscheidung ist sehr überraschend, da Vince vor einigen Wochen noch anderer Meinung war, aber da Rey Mysterio von Lucha Underground unter Vertrag genommen wurde, will Vince für einen großen Singles-Push von Kalisto sorgen. Die WWE versucht dieses Jahr weitestgehend alle Pläne für WrestleMania 32 geheim zu halten. Allerdings kam ans Licht, dass ein Match zwischen Undertaker und The Rock im Gespräch war und immer noch ist. Bei der kommenden Raw-Episode kommt es zum Match Sheamus gegen Roman Reigns, bei dem Vince McMahon als Special Guest Referee fungiert. Angeblich soll es hier einen Grundstein für WrestleMania geben und es wird erwartet, dass es bei WrestleMania 32 zu einem Machtkampf zwischen Vince McMahon auf der einen und Triple H und Stephanie auf der anderen Seite kommen soll. Am 13. Januar werden erstmals in der Geschichte die NXT Year-End Awards vergeben. Die Kategorien sind Overall Competitor of the Year, Male Competitor of the Year, Female Competitor of the Year, Tag Team of the Year, Takeover of the Year und Match of the Year. Für das Royal Rumble Match dieses Jahr gibt es einige geplante Überraschungen. So will man eventuell für Teilnehmer wie Undertaker, The Rock, Brock Lesnar sorgen. Zudem wird gerüchtet, dass es dieses Jahr erstmals eine Nummer 31 für einen Überraschungsteilnehmer gibt. Hierfür sind zurzeit Rob Van Dam und John Morrison, aka Johnny Mundo, im Gespräch. John Morrison ist im Moment als Johnny Mundo bei Lucha Underground unter Vertrag, aber könnte für einen One-Night-Only-Auftritt von WWE für den Royal Rumble gebucht werden. Des Weiteren könnte es bereits beim Rumble das Match Triple H gegen Roman Reigns geben, was eigentlich für WrestleMania geplant war.